Hallo und herzlich willkommen im Wald. Thema Sumpf und Moor, der Unterschied da dazwischen. Das ist gar nicht so einfach zu erklären, wenn man es ausführlich und gut erklären möchte, macht die Sache relativ schwierig. Einfach ausgedrückt, ein Sumpf ist nicht immer feucht, ein Moor schon. Ein Sumpf hat keine Nährstoffarmut, ein Moor schon. Ein Sumpf reichert keine organische Substanz an, ein Moor schon. Das sind so die drei wesentlichen Dinge, die ein Sumpf nicht tut, aber ein Moor, was ein Moor zum Moor macht und einen Sumpf nur zum Sumpf. Allerdings, nur weil etwas kein Moor ist, ist es ja nicht automatisch noch gleich sofort ein Sumpf. Deshalb müssen wir da schon noch mal ein bisschen weiter ausholen. Ein Sumpf ist relativ schwammig als ein oft feuchtes Gebiet, das gelegentlich Trockenfeld definiert. Gar nicht mal so einfach zu sagen, weil es da verschiedene Lebensräume gibt, die so gesehen eigentlich ein Sumpf sind. Jeder sogenannte wechselfeuchte Standort ist dann bis zu ab einem gewissen Level der Wechselfeuchte bzw. der Intensität der Feuchte ist es dann schon wieder ein Sumpf. Soll heißen, wenn wir uns in einem natürlichen Auwald befinden, in so einem, so einem halbnatürlichen Auwald, soweit es das am Rhein halt eben gibt, seit er kanalisiert ist, hocke ich in so einem jedenfalls. Und so ein Auwald ist eigentlich quasi der gesamte Auwald, streng genommen, ein Sumpf. Und das ist auch wahrscheinlich die typischste Form des Sumpfes, die wir in Deutschland haben. Eben besagter Auwald, der durch regelmäßige Überschwemmungen gekennzeichnet ist. Man spricht auch von Bruchwäldern. Es gibt ja auch Auwälder, die meiste Zeit trocken sind. Ein Bruchwald ist die meiste Zeit nass. Erlenbruch sagt man da auch dazu, weil das eben eine natürliche Waldgesellschaft ist, die sehr stark von Erlen dominiert wird. Erlen sind am besten daran angepasst, lange Zeit überschwemmt zu sein, damit klarzukommen und wenn dann das Wasser weg ist, auch mit der Situation klarzukommen. Also dieser ständige Wechsel, da tun sich Erlen besonders leicht dabei. Damit klarzukommen ist also so die typische Baumart im Sumpf. Noch ein Unterschied zum Moor übrigens. Moore sind, wenn sie in einer krassen Form auftreten, ja eigentlich baumfrei. Da gibt es ja nur noch diese ganz super spezialisierten Spezialpflanzen wie Torfmoose und noch so ein paar andere Spezialisten, zum Beispiel auch Drosera, der Sonnentau, eine fleischfressende Pflanze in Anführungszeichen, die sich auf anderem Wege eben ihre Nährstoffe holt, die ja so knapp sind im Moor. Im Sumpf hat man ja, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, eigentlich keinen Nährstoffmangel. Das liegt auch daran, dass das Wasser, das im Sumpf vorhanden ist, irgendwo hergekommen ist, von der Seite sozusagen, nicht von oben drauf geregnet oder als Grundwasser von unten aufgestiegen. Diese beiden Möglichkeiten gibt es im Moor. Sondern es ist tatsächlich ein Zufluss da von Wasser, das irgendwo herkommt. Und Wasser, das irgendwo herkommt, hat grundsätzlich von da, wo es herkommt, auch irgendwas dabei. Und dieses Irgendwas, was es dabei hat, ist in der Regel irgendein Boden. Sprich, und ein Boden enthält auch immer ein gewisses Maß an Nährelementen, die für Pflanzen nutzbar sind. Zum Beispiel Magnesium, Calcium, Kalium, Eisen, Mangan, reicht. Jedenfalls, das ist da halt immer in so einem Stückchen Dreck, ist immer sowas drin. Und sowas brauchst du als Pflanze, brauchst du im Übrigen auch als Säugetier, sprich Mensch. Aber besonders eben als Pflanze, weil wir können ja die Pflanzen fressen, die vorher die Mineralien gefressen haben aus dem Boden und müssen deshalb nicht direkt den Boden fressen. Aber die Pflanze hat keine andere Wahl, die muss Boden futtern, wenn man so möchte. Und der bleibt halt immer schön frisch, beziehungsweise es kommen frische Bodenpartikel an, wenn man wo wohnt, wo einem das Wasser immer wieder eine neue Schicht ganz frischen, hervorragenden Boden aus vielen verschiedenen Regionen Deutschlands hinlegt. Gerade am Rhein, der fließt bekanntlich eine relativ lange Strecke durch die Gegend und kommt auch aus den Alpen, hat da also dann Gesteine dabei, die in der anderen Bereichen von Deutschland total selten und überhaupt nicht zu kriegen sind. Bedeutet, da sind auch Nährelemente dabei, die im Rest von Deutschland eben krass selten sind. Daher ist es Wachsen an einem großen Fluss, wo man regelmäßig mit diesen frischen, tollen Nährelementen aus sonst wo versorgt wird, echt eine gute Idee. Und in so einem Sumpf ist es halt so, das Wasser kommt
sinkt dann irgendwann langsam wieder. Also es wird durch zum Beispiel eine Flut eben da kurz mal drüber gespült über den entsprechenden Lebensraum. Hubschrauber. Gut, das Flugzeug war ein Flugzeug und kein Hubschrauber und ich bin jetzt raus. Die Zufuhr von Nährstoffen, die immer wieder mit neuem Wasser in unseren Sumpf reinschwappen, das ist halt was, was wir im Moor nicht haben. Da haben wir als einzige Quelle, die dafür sorgt, dass noch Nährstoffe ins Moor kommen, tatsächlich das Regen- oder Grundwasser. Und das ist so meiner Meinung nach der elementare Unterschied. Deshalb gibt es im Sumpf auch keine Torfmoose, denn Torfmoose sind überhaupt nicht konkurrenzfähig. Wenn irgendeine andere Pflanze da leben kann, wo sich ein Torfmoos ansiedeln möchte, dann macht irgendeine andere Pflanze unserem Torfmoos das Leben so schwer, dass es sofort wieder eingeht. Soll heißen, Torfmoos kann nur da wachsen, wo nichts anderes mehr lebensfähig ist. Nur wo alles andere stirbt und nur das hochspezialisierte Torfmoos überhaupt lebensfähig ist, da wächst es dann. Und da in so einem Sumpf ja auch noch Boden vorhanden ist, ganz normaler Mineralboden, in dem Bäume wurzeln können, ist es natürlich von Torfmoos völlig aussichtslos. Das würde dann ja unter den Bäumen irgendwie klarkommen müssen. Das geht bis zu einer gewissen Grenze, wenn es ein sehr lichter Wald ist, dann an den Stellen, wo halt jetzt eben gerade keine Äste drüber sind, funktioniert das einigermaßen. Zumal das Torfmoos sich ja noch gegen andere Pflanzen unter Umständen erwehren kann, die gar keinen Kontakt mehr zum Boden haben, weil der Boden so weit unten ist, dass nur noch ein Baum in der Lage ist, mit seinen Wurzeln durch die Torfschicht, im Falle eines Niedermoos, das noch mit Bäumen bestanden ist, durchzugreifen sozusagen und sich dann da unten im Mineralboden noch die guten Dinge zu holen, die es da zu holen gibt. Eine krautige Pflanze, irgendwas Kleines in Anführungszeichen, reicht dann einfach mit den Wurzeln nicht durch bis zum eigentlichen Mineralboden. Deshalb geht es also auch, dass man Torf unter Bäumen hat, beziehungsweise Moor unter Bäumen. Im Sumpf ist das ja dann überhaupt kein Thema. Natürlich stehen die Bäume auch im Boden, aber eben kurzzeitig nur Pflanzen, die speziell an kurze Vegetationsperioden angepasst sind, können auch im Sumpf prima leben. Heißt, die wachsen halt nur dann, wenn das Wasser mal kurz weg ist, wachsen dann sehr schnell auf den eben sehr günstigen Nährstoffverhältnissen, die dann da sind, produzieren ganz schnell Samen. Samen ab, das Wasser kommt und sie sind wieder tot. Macht ja nichts, weil die Samen sind ja da. Und wenn die Samen irgendwo anders hingespült werden, umso besser für die Pflanzen, dann können sie sich in einem enormen Umfeld ausbreiten. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich keine Motorräder mag? Arr. Sumpf ist auch immer ein Übergangszustand, bevor sich eben so ein langfristiger Zustand einstellt. An Flüssen hält sich ein Sumpf lange. Ein Sumpf gibt's aber auch bei irgendwelchen Seen, die gerade verlanden. Man spricht bei Verlandung ist quasi, wenn in einen See ein Eintrag von Material stattfindet, aber aus dem See kein Material mehr rausfließt. Das ist eigentlich bei fast jedem See, der einen Zu- und Abfluss hat, so, weil was angeflossen kommt, ist eben Wasser, das von irgendwo kommt und auch ein bisschen Sand und ein bisschen feines Material dabei hat. Und wenn das Wasser dann in den See reinfließt, der ja tief ist, oder zumindest tiefer als der Fluss, der reinführt, beziehungsweise der Bach, der reinführt, dann setzt sich im See eben dieses Material ab, was der Bach mitbringt, und was aus dem See rausfließt, ist ja weit an der Oberfläche und hat ja keine Gelegenheit, irgendwie von unten aus dem See noch eine Handvoll Sand mitzunehmen, dann nach oben zu fließen und dann mit dem Sand aus dem See rauszufließen. Das wäre ja Blödsinn. Demzufolge, jeder See, der einen Zu- und einen Abfluss hat, verlandet mit der Zeit, wenn man ihn nicht ausbuddelt. Also sprich technisch irgendwie eingreift. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und ein stark verlandeter See, der zusätzlich ja noch Wasser durch den Regen bekommt und nur noch sehr wenig Wasser und natürlich entsprechend mehr Wasser durch den Zufluss, wenn es in der Gegend überall regnet, dann nimmt der Zufluss ja auch wieder zu. Sprich, ein fast verlandeter See ist nochmal sehr nass, wenn es in der Gegend viel geregnet hat.
Und dadurch, dass er nur einen sehr kleinen Abfluss möglicherweise hat, braucht er sehr lange, bis er dann wieder trocken fällt, nachdem es eine ganze Zeit lang nicht stark geregnet hat. Auch sowas ist ein Sumpf. Das kann dann auch im Prinzip überall entstehen, wo halt eben so ein See zu finden ist. Das ist ganz häufig im Alpenvorland so. Da gibt es ja all diese bayerischen Seen, Schliersee, Chiemsee, Tegernsee und so weiter und so fort. Weichensee gibt es denn auch? Keine Ahnung. Aber all diese Seen jedenfalls, das sind so typische Seen, die früher oder später verlanden. Es gab davon auch noch mal viel mehr früher. Da sind schon ganz viele verlandet. Auch der Starnberger See, der wird auch mal irgendwann verlanden. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und zwischen Seen der Verlandungsphase und trocken liegt der Sumpf, sozusagen. Das wäre also auch wieder so ein typischer Übergangssumpf. Und einen Sumpf kann man auch haben, wenn man ein Moor anbricht. Also sprich, dem Moor einen künstlichen Abfluss verpasst. Dann fließt ja das Wasser gelegentlich so weit ab, dass das Moor so trocken ist, dass eben Umsetzung der im Moor gespeicherten organischen Substanz stattfinden kann. Dann regnet es aber wieder stark und das Moor ist wieder vernässt. Und damit ist das Ganze wieder gestoppt. Bis dann wieder alles wieder abgeflossen ist durch den künstlichen Abfluss und das Moor beginnt wieder sich entsprechend aufzulösen. An dem Punkt kann man eigentlich nicht mehr sagen, dass es ein Moor ist, weil ein Moor, um ein Moor zu sein, auch wachsen muss, also ein intaktes Moor. So ist es dann nur noch ein nicht mehr intaktes Moor, das im Auflösung inbegriffen ist. Und da kann man dann quasi sagen, es ist eigentlich nur noch ein Sumpf, der halt noch Torf hat, weil er mal ein Moor war. Aber das ist alles eine ganz krasse Definitionsfrage und hängt schlussendlich davon ab, was die Wissenschaft gerade beschlossen hat, wie sie einen Sumpf oder ein Moor definiert, was ist, oder einen verlandeten See. Und es ist im Einzelfall ziemlich schwierig zu sagen. Und ich würde es darauf runterbrechen wollen, dass wenn man keinen Torf findet, dann ist es in der Regel nur ein Sumpf. Und wenn man aber hingegen Torf findet und auch Torfmoose findet, weil kein Torf ohne Torfmoose, dann wird es ein Moor sein, mindestens ein Niedermoor oder halt eben ein noch nur halbwegs intaktes Hochmoor. Ganz schwierig zu sagen. Teilweise kann man ja auch mal Torfmoose an nicht Mooren finden, sondern an Orten, die so langsam vermooren. Auch ein Moor ist ja ein Übergangszustand. Gerade besagter See, der jetzt dann irgendwann verlandet, da kann sich auch genauso gut ein Moor draus bilden wie ein Sumpf, wenn halt dann irgendwie der Zu- und Abfluss aus irgendwelchen Gründen verstopfen, durch den Verlandungsprozess zum Beispiel, dann hätte man ja wieder keinen Wasserausgleich, Austausch mehr und dann wäre es wieder ein Moor und nicht ein Sumpf, weil sich dann nach und nach wahrscheinlich auch Torfmoos wieder ansiedeln würde. Ihr seht, es ist schweinekompliziert und die Frage lässt sich so einfach nicht beantworten. Ich hoffe trotzdem, ich habe es einigermaßen begriffen, worauf ich hinaus möchte, hinaus will. Und jetzt gucken wir uns hier noch mal ein kleines bisschen um, damit ihr mal so ein paar Beispiele für so einen Auenwald, so einen Bruchwald, der bis zu einem gewissen Grad eben noch viel sumpfiger wäre, wenn da drüben nicht der Rhein so einen Damm hätte und kanalisiert wäre. Sonst wäre ein Auwald eigentlich immer auch ein Sumpf. Ja, es gibt natürlich auch Regionen der Erde, die sind riesig versumpft und absolute Sumpfgebiete, Amazonasbecken zum Beispiel und so weiter. Das sind so ganz typische Sumpfgebiete. Aber für deutsche Verhältnisse, so riesige Sumpfstrukturen haben wir halt eben nicht. Wir haben halt bloß Auwald, wenn wir einen Sumpf haben wollen oder diese Spezialfälle, die ich gerade genannt habe. Ich wiederhole mich, sorry, es ist einfach ein kompliziertes Thema, da komme ich selber durcheinander. Aber wie gesagt, ich zeige euch jetzt noch ein bisschen was und dann sage ich Tschüss. Also hier sowas hier, was so schon so dschungelartige Strukturen sind. Das ist ganz typisch für sumpfige Landschaften, dass da die Holzpflanzen sich halt extrem dominant durchsetzen, auch Sträucher und Büsche und speziell Weide, hier das da, ne? Weil halt eben die Wurzeln haben, mit denen sie, auch wenn sie im Wasser stehen, noch gut in den Boden runterkommen. Und auch tiefere, nicht unter Wasser stehende Bodenschichten erreichen können. Denn ganz unter Wasser ist halt eben zur Nährstoffaufnahme einfach blöd, wenn du Pflanze bist.
ja, auch hier sowas wird dann halt eben ganz oft überspült und entsprechend nass ist der Boden eigentlich fast das ganze Jahr über, nur jetzt halt eben in letzter Zeit nicht, weil es halt ein sehr trockener Sommer gewesen ist, wie ihr wisst. Denkt euch also bitte einfach noch ein bisschen Wasser hier dazu und dann habt ihr ziemlich sumpfige Strukturen. Tja, einen besseren Sumpf habe ich jetzt leider wirklich nicht finden können. Schwierig, ist einfach zu trocken. Und es gibt ja auch nicht den Sumpf, sondern verschieden, es ist eine Bandbreite. Ne? Habe ich ja jetzt, glaube ich, zur Genüge erklärt. Hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Und dann mache ich noch ein kleines Miniaturvideo zu so einer Pflanze, die ich da hinten gefunden habe. Und dann geht es wieder Richtung Heimat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.